Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zum zweiten Spiel des heutigen Tages. Stellen Sie gegenüber der Regionalligist SV Eintracht Trier und der Erstligist aus der französischen Liga ES Troyes. Wir begrüßen beide Mannschaften mit einem recht herzlichen Willkommensgruß. Die Mannschaft von Eintracht Trier spielt in Weiß-Schwarz, Troyes spielt in Blau-Schwarz. Die 10. Spielminute und das war das 1:0 für den Geist aus Frankreich, den ES Troyes. Torschütze mit Nummer 12, Sammer. In der 34. Spielminute geht die Mannschaft des ES Troyes mit 2:0 in Führung. Der Torschütze mit der 14, Thiago. Die 40. Spielminute, das war das 3:0 für Troyes mit einem herrlichen Treffer durch die 21, Cabo. In der 87. Spielminute erhöht Troyes auf 4:1. Der Torschütze mit der 23, Camus. Zu verweilen bei guten Gesprächen, ich bin sicher, es bringt sie einiges weiter. Ich darf darauf hinweisen auch, um 21 Uhr findet im Zelt, VIP-Zelt, die Pressekonferenz statt. Und hier in der 89. Minute fällt auch das 5:1 für die Mannschaft des ES Troyes.
Torschütze mit der 27, Jean. Dann bedanken wir uns bei beiden Mannschaften, Bayern nach Trier und das AS Troja. Troja gewinnt mit 5:1.